häufige Vorwurf, Videospiele sind Zeitverschwendung und dabei nutzen sie so viele als Inspirationsquelle, zum Beispiel für Kunst oder Mode. Und wieder andere, die machen ihr Hobby zum Beruf, so zum Beispiel auch Fabian Siegesmund. Er moderiert unter anderem die Show Let's Play Together und er ist quasi ein wandelndes Videospiellexikon. Ich statte ihm nun einen Besuch ab, um von ihm zu erfahren, wie Videospiele sein Leben verändert haben. Und vielleicht hat er ja auch ein paar Tipps für alle, die ebenfalls erfolgreich auf YouTube durchstarten möchten. Los geht's! Hi, mein Name ist Fabian Siegesmund und ich spiele Computer, seit ich denken kann. Und deshalb war mir auch immer klar, dass ich mit Computerspielen irgendwann mal mein Geld verdienen will. Deshalb habe ich für lange Jahre bei einem PC-Spielemagazin gearbeitet, hab dann aber gemerkt, naja, Spiele-Videos, das ist ja noch besser, als über Spiele zu schreiben. Und so bin ich YouTuber geworden und mittlerweile bin ich Moderator hier bei Let's Play Together. Und deshalb spielen wir heute auch was together, und zwar der Florian und ich. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was mich erwartet, aber auch das ist das YouTuber-Geschäft, einfach mal machen. Was machen wir denn, Florian? Ich habe mir gedacht, wenn ich schon hier bin, dann müssen wir auch eine Runde zocken und ich habe Portal mitgebracht. Sehr gut. Im Portal geht es ja darum, mit Hilfe von Portalen Rätsel zu lösen. Und das ist ja nicht ganz so einfach, aber da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Nee, denn das Spiel habe ich vor vielen, vielen Jahren mal getestet. Okay. Allerdings auf dem PC und mit Controllern, mit Gamepad komme ich nicht so gut klar. Und Gamer bekommen ja ständig zu hören, dass Videospiele verblöden, Zeitverschwendung sind. Was hältst du von diesen Vorwürfen? Das also ich habe ja schon so eine Vorahnung. Es liegt sehr nahe, dass ich sage, dass das ein riesen Bullshit ist. Denn ich habe jetzt 39 Jahre meines Lebens mit Computerspielen vergeudet, in Anführungsstrichen. Und das ist halt, wie ich eben schon sagte, das ist halt das komplexeste Medium, was es überhaupt gibt. Sowas auf irgendwie Quatsch zu reduzieren, ist halt wirklich, als hätte man seit Pong nicht mehr mitbekommen, was sich eben in diesem Medium so getan hat. Und du kannst wahnsinnig viel mit Computerspielen lernen, du kannst interagieren mit anderen Leuten. Nachweisbar hilft dir das auch im Hirn bei vielen, bei räumlicher Vorstellung und so weiter. Und es ist eben, was man auch nicht vergessen darf, es ist halt kein Kinderkram mehr. Das ist wirklich ein erwachsenes Medium geworden, was auch erwachsene Geschichten erzählen kann. Und das vergessen Leute gerne mal, die sagen, das ist doch alles so Quatsch. Definitiv. Und vor allem ein Spiel wie das hier, da ist Gehirnschmalz gefordert. Wo müssen wir hin? Ja, wir haben einen Knopf gedrückt, das Kabel hat gefunkt und dann... Genau. Ach, hier ist doch ein Knopf. Vielleicht drücken wir den auch noch. Drück den mal. Schauen wir, was wird. Aber apropos Portale. Ach. Fabian, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du euer LPT-Studio hier gerne etwas verschönern möchtest. Ja, guck's dir an. Ich meine, oder guckt's euch nicht an. Denn alles, was hier hinten ist, ist trist und leer. Wir brauchen da durchaus irgendwie mal... Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten zusammen ein Portal bauen. Was hältst du davon? Das finde ich sehr schön. So eins, oder was? So eins. So ein ähnliches. Ah, jetzt komm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir zocken jetzt das Level noch fertig und dann legen wir los. Ja, sehr gut. So, wir zeigen euch nun gemeinsam, wie ihr euer eigenes Portal bauen könnt. Und alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Spiegel. Zwei LED-Schläuche, am besten verschiedenfarbig. Und Klebeband. Discover. Und als erstes befestigen wir die LED-Schläuche an der Rückseite der Spiegel. Das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Fabian, legst du los? Oh, das ist ein Surfbrett. Nee, das ist ein Spiegel. Ach so. Wir kleben hier ein Stück fest. Ja. Ganz einfach drüber. Einfach drüber. So drüber. Genau, so drüber. Nice. Bisschen näher am Rand. Genau. Und das nächste halt hier. Vorhin hast du ja erzählt, was deiner Meinung nach ein gutes Spiel ausmacht. Mhm. Denkst du, dass es auch Games gibt, die sich negativ auf den Spieler auswirken? Naja, ich sag mal, grundsätzlich bergen Computerspiele ja die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass sie einem sehr schnell sehr viele Erfolgserlebnisse spendieren können, die man vielleicht normalerweise nicht hat. Also im Job nicht und in der Beziehung nicht und so weiter. Und in Computerspielen geht das relativ schnell. Und wenn du natürlich ein Mensch bist, der anfällig ist, sagen wir mal, für schlechte Stimmung. Und dann aber merkt, in einem Computerspiel ist alles so einfach und da bin ich der Held und da kann ich alles erreichen. Du sprichst die Sucht an. Richtig. Da kann man, glaube ich, das birgt eine Suchtgefahr. Auch das auf jeden Fall. Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du dir dachtest, ha, das weiß ich aus einem Videospiel? Also mir ging es zum Beispiel damals im Englischunterricht so. Ich kannte tatsächlich Begriffe und deren Bedeutung in der Schule. Richtig.
Weil ich Spiele in der englischen Originalfassung genau. gespielt habe. Genau, das war bei mir genau das gleiche. Das war Leisure Suit Larry damals. Genau, das ist ein Beispiel. Ich weiß, was du für ein Wort in diesem Spiel gelernt hast. Alle. Ich habe alle Worte in diesem Spiel gelernt. Und ich konnte Wörter, die meine Englischlehrerin nicht konnte. Ja, das ist. Und das fand ich halt absolut faszinierend. Und das ist ja ein super Beispiel dafür, wie man wirklich in Spielen eben auch was lernen kann. So, und der erste Spiel ist quasi auch schon fertig. Das ging jetzt tatsächlich unheimlich schnell. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Und das ist so simpel. Da siehst du mal. Sogar einfacher als auspacken, oder? Ja, das stimmt. Genau. Dann legen wir mit dem zweiten Spiel los. Sehr gut. Du bist ja erfolgreicher Videospielredakteur gewesen und jetzt erfolgreich auf YouTube. Und viele andere möchten das ja auch erreichen. Und meiner Meinung nach geben viele beim Versuch relativ viel von ihrer Privatsphäre frei. Was hältst du davon? Ja, das muss natürlich, gerade weil es Privatsphäre ist, muss das jeder schon irgendwie auch selber wissen, was er sich da zumuten will. Meine Frau sagt zum Beispiel, ich möchte in deinen Videos nicht zu sehen sein. Das ist auch völlig okay für mich. Das ist sogar so eine Art Running Gag, denn man hört sie manchmal, wenn ich einen Kommentar-Kommentier-Video mache, dann sitzt sie vielleicht auf der Couch und ruft dann hinten irgendwie was rein, also von wegen, meinst du echt oder so. Also das finde ich dann noch immer ganz witzig. Ja. Fraglich ist es halt, ja, was ist, wenn man seine eigenen Kinder mit ins Bild nimmt. Das habe ich auch schon mal gemacht, weil sie einfach mitten in ein Video reingelaufen sind. Und die hast du dann drin gelassen? Die habe ich dann auch drin gelassen. Ich habe darüber nachgedacht, ist es denn so schlimm? Und bin zu dem Schluss gekommen, naja gut, das ist jetzt nichts Peinliches, wo man sie irgendwie darauf ansprechen muss, insbesondere nicht, wenn sie erst 3 und 5 sind. Das kriegen ihre Klassenkameraden, Kita-Kameraden sowieso nicht mit. Alles, was man auf YouTube, Facebook, sonst wo postet, das sollte man immer so behandeln und davon ausgehen, dass das alle sehen können. Hast du vielleicht ein paar Tipps bereit für jemanden, der erfolgreich auf YouTube durchstarten möchte? Es gibt so ein paar handwerkliche Regeln, an die man sich da halten kann. YouTube ist eine Videoplattform, in der es sehr schnelle Videos gibt. Also anders als beim Fernsehen geht es da wirklich darauf, jede Lücke, die einen irgendwie langweilen könnte, sofort rauszunehmen. Denn die Versuchung ist sehr groß, direkt rechts auf andere Videos zu klicken und sagen, das ist jetzt vielleicht gerade spannender. Und das sieht man immer bei den erfolgreichen YouTubern, die haben sehr schnelle Videos, sehr schnell geschnitten, da sind gar keine Atempausen quasi. Okay. Außerdem diese Vorschaubilder, die sogenannten Thumbnails, die man bei YouTube hat, da gibt es natürlich auch Tricks, die eben so zu gestalten, dass sie wirklich auch ansprechend sind. Dass man gleich sagt, oh, das in diesen 1000 Videos möchte ich genau auf das klicken, weil das schönste Bildchen hat. Und natürlich, wie man die Videos benennt und so weiter, das ist auch noch alles wichtig. Das Blöde dabei ist nur, das ist nicht das Allheilmittel. Du kannst eben gute Videos damit erfolgreicher machen. Das heißt aber nicht, wenn du das alles so nach dieser Bibel machst, dass du automatisch ein Star damit wirst. Okay. Du musst halt schon irgendwie das gewisse Etwas noch haben, gerade heutzutage, wo eben YouTube eine riesen Plattform geworden ist. Und dieses gewisse Etwas, das muss einfach jeder selber mitbringen. Also wenn man eine Idee hat, soll man die einfach ausprobieren? Und hoffen, dass sie funktioniert. Genau, das ist ja das Tolle auch an YouTube. Man kann es einfach mal ausprobieren und man kriegt direkt das Feedback von den Zuschauern, die sagen, ja, finden wir geil. Und man sieht sofort an der Statistik, kommt es an, kommt es nicht an. Wenn es nicht ankommt, lässt man es halt wieder. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt, ob unser Spiegel ankommt. Ja. Denn er ist fertig. Sieht auch schon wunderschön aus. Ja, dann bauen wir ihn mal aus. Im Studio sieht es gerade aus wie Sau und deshalb haben wir hier nirgendwo gescheit Platz, gerade die Spiegel aufzuhängen. Wir wollen es aber natürlich ausprobieren und deshalb gehen wir, würde ich sagen, einfach mal raus in den Flur, denn da haben wir schön zwei Wände, die sich gegenüberstehen. Nimm du das ruhig, dann nehme ich den ersten Spiegel. Den haben wir jetzt mal hier. Ja, da stehen sie, die Spiegel, sich schön gegenseitig anschauend, aber bei der Beleuchtung kommt der Effekt natürlich nicht richtig rüber. Deshalb machen wir jetzt das Licht aus. Und den Spot an. Und es ist geil. Es ist wirklich geil. Und das war total einfach. Das kann sogar ich. Ich kann ja eigentlich gar nichts. Ich kann nur Computerspiele spielen. Ja, super. Klar. Und super finde ich auch Menschen wie dich, Fabian, und so viele andere, die Videospiele als Antrieb nutzen, Dankeschön. Um ihre Ideen zu verwirklichen. Das ist wirklich großartig. Und ich würde sagen, wir zocken nur noch eine Runde. Und dann machen wir Feierabend. Oder ist das dann schon Feierabend? Bei uns heißt das, wir machen jetzt noch ein bisschen Überstunden. Sehr gut. Überstunden. Ciao. Tschüss.